Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Episode, in der wir wieder in einem verdammten Gefängnis gefangen sind. Aber dieses Mal kein Bedrock-Gefängnis, zum Glück, schon wieder, mein Gott, sondern ein Zombie-Gefängnis mit dabei, Sauce Morinsky. Matski! Betrieben von Zombies und es sind Menschen eingesperrt. Also heute ist mal eine verkehrte Welt irgendwie. Wir müssen hier ausbrechen. Das kommt mir alles sehr bekannt vor, Elina. Aber irgendwie, die Türen sahen aber anders aus. Das waren so Steinklopper. Hier ist das, das sieht alles ein bisschen professioneller hier heute aus. Was ist das? Hier ist so ein fetter Eisenblock. Ja, das ist schon auffällig. Beim letzten Mal sind wir über die Toilette gekommen, Elina. Setz dich da mal drauf. Let's go. Du hast auf jeden Fall einen Erfolg bekommen. Das sollte ich nicht nochmal essen. Das ist ein Konzert, wa? Elina, kannst du mal aufhören jetzt hier? Das stinkt alles. Das stinkt ja schlimmer, als wenn Muggi da wieder reinge... Na, du weißt schon. Alter Ben, ich hab was gefunden. Ja, ein Bett. Krank. Nein. Nee, hä? Wie das? Ich weiß nicht. Ich hab da richtig komisch gedrückt. Hä, wie hast du jetzt plötzlich eine Brechstange hierher? Ja, okay, dann was kannst du da? Wahrscheinlich können wir das damit abbauen, oder? Ja, ich hab noch eine. Guck. Zack. Brecheisen. Drücke Shift für mehr Infos. Okay, ist ein Werkzeug, kann grundsätzlich mal nix, was uns was bringt. Okay, was Guck hast mal. Du? Hier ist noch eine Kiste, Alter. Hä, aber wie findest du denn da Kisten, ne? Ja, ich klicke einfach mal die Betten an. Aber du siehst die auch nicht, ne? Nee, sehen die tue sind ich unsichtbar. Nicht. Okay, das ist ein Kampfmesser. Das ist ein gutes Ding. Das kann man immer gebrauchen, sag ich mal, ne? Vielleicht das hier irgendwie. Das hat doch safe hier was damit zu tun. Nee, jetzt habe ich auch den Erfolg. Oder musst du es vielleicht in die Toilette schmeißen? Nee. Nee. Ah, warte, habe ich ganz vergessen. TNT war da auch drin. Ah, Lina, ich ganz enttäuscht. Und das kann platziert werden auf Eisenblock. Auf einem Ja. Okay, wir halten Abstand. Wir halten ganz Abstand. Leise aus. Okay, hier sind die ersten Zombie-Kollegen. Die Au. Ja, Lina, die greifen uns an. Du musst dich auch mal verteidigen. Ich dachte, wir wären Gefängniskollegen. Hier leuchtet alles. Ich glaube, die Blöcke brauchen wir, oder? Oh Gott, hier ist alles kaputt, Elina. Was ist denn hier alles los, ey? Hier sieht man diese Türschaltung mit Redstone. Das heißt, das ist ein Wärter, mach ihn alle. So, hier sind weitere Zellen, aber die interessieren uns erstmal nicht. Hier geht's zur Security, hier soll man nicht reingehen. Die also haben es auch... Da auf jeden oh mein Fall Gott, reingehen. Da ist ein Elina, da ist ein Mega-Wärter. Der sieht brandgefährlich aus, der Typ. Aber wir machen die hier. Hier ist so ein toter Winkel, weißt du? Machen wir die alle, ja, ey. Easy. Kann ich gar nicht. Die Superwache ist da. Sei jetzt von nahen gar nicht so bedrohlich. Oh, doch, nee, stimmt, weil das hier erst die Superwache ist. Jo, stimmt, der ist verzaubert, Roni. Ja, aber der droppt safe irgendwas. Boah, die halten ja gestört viel aus, weil wir haben ein Kampfmesser. Was ist denn hier los? Man muss critten, Elina. Wir haben das Critten vernachlässigt. Hab ihn. Er hat nichts gedroppt. Hä, wir enttäuschen. Oh mein Gott, Ben, ich hab Probleme. Ja, ich hier auch, ey. Ich muss hier Special Tactics anwenden. Wir brauchen definitiv Cafeteria-Essen, sag ich mal. Ja, ne? Ja. Puh, wir haben alle. Okay, lass mal da unten gucken erstmal. Hier ist... Oh nee, versteckt sich noch ein Atze. Ah, warte mal, hier ist eine Riesentür. Ah, oh mein Gott, die hätte ich nicht öffnen sollen. Oh nein, Ben. Habe ich irgendwas von Essen? Solitärkarten? Oh Mann, nee. Ich will doch nur essen. Hier ist eine Dusche, Elina. Das sieht mir sehr nach einem... Kannst du was trinken? Das sieht mir sehr nach einem Ausbruch aus. Brechstange? Nee. Boah, das hätte aber gut sein können, ne? Okay, hier sind verschiedene Toilettos, bringen uns gar nicht. Gut, dann gehen wir mal, ja, weiß ich nicht, Security, wir gehen mal hier hoch. Hier ist auch nix. Ich hab ein halbes Herz. Hier geht's aber weiter, wo die hergekommen sind. Security Office? Oh, tschüss. Security, wo kommt man denn hier hin? Ah, oh, man kann die Zellen öffnen. Oh, Lina, ich habe hier eine Ausrüstung. Hast du auch Essen? Nee, Essen habe ich leider nicht. Wir haben eine volle Guard-Rüstung, Leute. Und eine Knarre. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir machen die alle wieder, die Lutsche. Muss nachladen. Dauert ein bisschen. Hammer, Elina. Hier, ich habe noch jemand, da ist noch jemand. Ich habe Sachen hier für dich, Elina. Nimm mal hier. Gott, ich. Hier, guck mal, das leuchtet sogar. Tschüss. So. Ich kann ja alle Zellen mal öffnen. Vielleicht findet man da ja was. So, in irgendeiner Zelle muss doch hier was sein. Ich kann nicht alles Käsekuchen sein. Wobei, Käsekuchen hätte ich jetzt gerade auch gern, ne? Boah, ich habe letztens bei dir... Als ja, bei du dir hast hier den Käsekuchen geholt. Den habe ich bestellt und der war so abnormal lecker, Alter. Ja? Ich habe den erst 4 Stunden später gegessen, aber der war schon so übel lecker. Nee, der war so lecker noch. Boah, der Zombie hat Brot gedroppt, Ben. War das der Koch oder wie? Alter, du siehst aus wie ein Kopf. Ey, ich auch.
Hier, zack. Das war der Star-Koch, der Essens-Zombie. Ja, anscheinend, ey. Ja, wir müssen hier lang, es gibt keinen anderen Weg. Aber wir haben, ja? Aber wir haben keinen Schlüssel, ne? Gibt immer einen Weg durch die Toilette. Was ist denn das hier? Hier braucht man ein Schloss, okay. Und hier unten? Ja, die haben Knarren! Ja, die nerven überall, Lina, ne? Hammer. Okay, du kümmerst dich schon um die. Hier brauchen wir einen weiteren Schlüssel. Ah, da ist guter Loot drin, wurde mir gesagt. Schlüssel. Meinst du, die droppen die Schlüssel, wenn wir die fertig machen? Ah, ja, glaube ich. Die hat Probleme. Oh, Junge, der hat eine Knarre! Alter, wie hält denn der aus? Der hat Safe-Schlüssel. Danke. Der hatte wirklich einen Schlüssel. Einen Schleudel. Einen Schleudel. Schlüssel. Security Office Key. Wichtig. Du machst das schon, Lina. Tschüss. Gar kein Problem. Ah! Nee, warte, ich bin gerade vorbeigelaufen. Wir müssen hier. Der schießt mir an den Rücken. Guck mal, der hat seinen eigenen Mate abgeschossen. Oh. Ich kann hier was aktivieren, Lina. Eine Lüftung. Mit Kabel. Lüftung. Ja. Hier ist ein Kabel. Hier ist ein Kabel erschienen, glaube ich. Hier sind Miniguns, Lina. Wir haben Miniguns. Soll ich mal die Lüftung an? Da. Ich mach die mal an. Da hinter dir jetzt in dieser Ecke, die dreht sich jetzt. Das ist bestimmt eine Falle. Lock die da mal rein. Okay, okay. Kommt da rein, könnt da rausgucken. Nee, ist keine Falle. Scheiße. Doch, also, einer ist hochgeflogen. Man kann da, glaube ich, hochfliegen. Ui. Aha, vielleicht müssen wir da lang fliegen. Ja, das, stimmt. Hier ja, ist ein Feuer brauchen, ausgebrochen. Ja, aber, da lang. Aber da sind wir noch. Hallo, Label, chill mal. Alter Junge! Ich hab die auch für dich, Elina. Weißt du, wie stark die ist? Das ist die heftigste Waffe, die ich je in Minecraft hatte, ey. Okay. Ja, wir müssen da hoch. Ich verstehe das. Aber wir sind an der Sache vorbei. Ah, hier ist Feuer. Okay, da komme ich lang. Wir sind an der Sache vorbei, wo wir noch hin müssen. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Vielleicht kann man da auch den Office-Schlüssel für benutzen. Wartet mal. Und zwar war ich hier nämlich. Diese Umkleide, da kommen wir nicht rein. Wir brauchen einen Umkleide-Key, Lina. Weil da ist nochmal gute Ausrüstung. So, was geht's hier? Bitte, Key. Das Ding ist, Building. Oh. Ah ja, da geht's weiter. Das Ding ist, Lina, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir waren schon mal in diesem Prison eingesperrt, ne? Aber die haben aber die haben das erweitert, Kiste. Verbessert haben die das. Das ist jetzt ein heftigeres Prison. Die haben, für unser Ausbruch haben sie gelernt, weißt du, haben sie ausgebaut. Ja, Ben, ich habe eine Kettensäge. Was kann die sägen? Ja. Ich höre die, Alter, die ist überlaut. Ich habe einen Schlüssel, bestimmt für Closet, oder? Ja, genau, das will ich mir. Ey! Boah, Lina, das ist sehr laut. Ich bitte Sie, sich aus taktischen Gründen zurückzuhalten mit der Kettensäge. Wer ist er denn? Hä? Junge. Aus wieder, weiß ich auch nicht. So, dann lass mal gucken, was da jetzt für eine heftige, was da für heftiger Stuff versteckt ist. Hier ist der Schlüssel. Wir machen die Tür auf. Zack. So. Hier sind zwei Kisten. Oh, du musst unbedingt kommen, Lina. Hier ist kranker Stuff drin. Ich lasse hier bei der rechten Kiste alles drin. Wir haben jetzt nämlich Hightech-Ausrüstung. Ja, Ben, wo bist du denn lang? Ich habe eine Hightech-Ausrüstung. Was? Oh, ich sehe es, Alter. Du siehst aus wie so ein. Warte mal, ich hab Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%, Rückstoßresistenz 15%, aber kein Tarnmuster. Und Zähigkeit 2. Die ist schon sehr, sehr strong, ey. Aber die kann ich, muss die mal irgendwie mal nachladen, die Knarre, ey. Muss ich die leer schießen? Wow. Man ist so schnell damit. Ist ja krank. Weil, was ist jetzt hier oben? Das habe ich nicht verstanden. Hier, da ist noch ein Raum, so ein fetter, wo wir noch hier nicht waren. Ist Feuer. Das ist die Cafeteria. Kiste? Boah, hier gibt so viele Waffen, Alter, Hilfe. Ey. Alle mal ausprobieren, die müssen knacken. Lina, wir haben die Küche sauber gehalten. Cookies? Wir haben sie so lange. Warte, wir sind noch nicht fertig hier. Boah, ich esse schon, du machst das schon. Okay. Ich sammle. Warte mal. Alter, sogar habe ich da mich verdrückt. Ich habe hier Goldäpfel ohne Ende. Die kriegen ja nur das Beste hier. Ich habe eine Küchenmesser. Neue Waffe. Eine Vektor. Die habe ich nämlich. Boah, das ist voll die coole Waffe. Kann ich das Fleisch in den Herd tun? Nee. Das wäre es ja gewesen. Boah, Cookies. Goldäpfel weitere. Steak, lecker. Golddublone. Also nicht lecker. Boah, ja, hier sind übelst viele Steaks drin, Elina. Ben. Ich habe eine Karte für den Besucherraum. Eine goldene Revolver.
Da sehe ich mich. Das will ich mal testen. Das sieht schon brandgefährlich aus, ne? Da ist noch eine Kiste. Die haben wir, denke ich, noch nicht gelootet. Doch, doch, die habe ich schon geklaut. Da war diese Waffe hier drin. Hier. Ah, das ist so eine Lasergun, ne? Aber hier ist auch noch eine Waffe. Hast du die schon? Nee, die habe ich schon gelootet, ja. Okay, das ist so gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Jetzt gehen wir, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Du hast ja die Keycard, ne? Besucherraum, hier. Ja, hier müssen wir hier lang. Zack, hier kann man mit denen telefonieren. Und hier kann man durch, Ben. Da ist ein Pferd oder so. Nee, was ist denn das? Wo ist da ein Pferd? Ja, okay, der Revolver ist Käse, nee, das Leute. Das ist, glaube ich. Revolver ist Käse. Ben, was ist denn so? Das ist ein Klavier, das ist mein Nachbar, Elina. Das ist kein Klavier. Jetzt das nervt er mich auch Sekretär. Schon in Minecraft. Das ist ein Sekretär, Alter. Passwort, das müssen wir uns merken für draußen. 5379, Lina. Hast du das im Kopf? Im Nische? 5379, let's go. 5379. Durch hier. Ah, hier, okay. So, es war 5397. 5379? Spaß! 79. Verdammt, die Tür ist wieder zugegangen, Lina. Ich gebe den Code ein und du schießt. Okay, die Minigun. Das ist einfach die beste Waffe. Da oben ist ein Helikopter, Dina. Da müssen wir hin. So eine Vermutung von mir. 200 Schüsse reichen die für den Innenhof. Nein, die reichen auf gar keinen Fall. Am Ende des Alien Blaster, da sehe ich mich. Da oben ist einer auf dem Dach. Guck mal, der ist jetzt auf. Oh! Alter, warte, 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 mach mal nicht, mach mal nicht. Hä? Bitte, der Oma hat sich so aufgelöst. Das sah voll krank aus, aber bei dem jetzt irgendwie nicht. Ja, kannst Alter, Ben, ich habe eine neue Waffe. Ich habe noch eine neue Waffe. Zeig mal die Namen. Okay, nicht. Warte, wir testen es aus. Ist stark, ist krass. Mann, meine Waffe hat so eine Verzögerung. Das ist voll irritierend. Boah, Elina, dein Flammenwerfer bringt mein Spiel zum Abstürzen. Entschuldigung. Boah, Biogewehr. Ja, nehmen wir auch. Ha, die lösen sich jetzt aber auf. Aufgelöste Zombies sind die besten Zombies, Leute. So, was haben wir denn hier? Boah, das ist ja aber auch, das ist ja hier auch Zellen. Das sind, ich denke, wir müssen erstmal nach draußen, oder? Lass mal draußen gucken. Oh mein Gott, sind das viele! Ich würde sagen, da halten wir uns erstmal bedeckt. Holen uns hier die, ah, hier ist so ein Alien Blaster, aber der war eigentlich nicht so gut. Also, kannst du nehmen, kannst du auch behalten, sag ich mal. Was haben wir hier? Okay, das ist auch nochmal Munition. Haben wir hier noch eine Kiste? Ne, das war's. Okay. Dann lass wieder reingehen. Yeah. Das ist mir hier zu viel Trubel, ey. Und auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich auch nochmal Kisten. Vektor. Ja, nehmen wir ein bisschen Muni. Mit der ich habe jetzt auch eine Kettensäge. Endlich. Boah. Gefährlich. Flammenwerfer hat die Nina einen erreicht. Und jetzt weiter geradeaus, Leute. Ich denke, ich kann die Vermutung. Was ist das denn jetzt? Pyramide oder was? Gott, das ist ja viel größer als beim letzten Mal, Lina. Frage. Ja. Boah, ich habe hier gar keinen Überblick mehr. Das ist riesig. Denkst du, wir haben schon mal mehr Zombies? Also, klar, jetzt in diesen Base-Defense-Videos schon, aber wirklich von eigener Hand gekillt? Weiß ich nicht. Hier leuchtet was, ich hab was. Eine Leiter, ich hab eine Leiter. Kann platziert werden auf Cracked Prison Concrete. Was ist das denn für ein Block? Ein Brock. Ein Prison Block. Brock? Ich habe eine Leiter. Ist das auch eine Leiter? Ist das ein Endgegner? Hä? Bedeutet der was? Weiß ich nicht. Ja, ist das auch eine Leiter, ja. Kannst du den auch auf Cracked Prison platzieren? Ja. Okay, die Frage ist, wie viele Leitern brauchen wir insgesamt am Mantis? Wir müssen es erstmal finden, wo das hin muss. Kommt auf jeden Fall rein. Ah, ich habe noch eine Leiter. Drei. Aber alle guten Dinge sind da drei, oder? Ich bin hier in irgendeiner Küche. Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. Gut, dann lass mal gucken, wo wir die Leitern warte mal, hier viel? Nee. Wo müssen wir die? Wir müssen halt selbst zu dem Helikopter, oder? Warte, was hier? Helikopter! Change Helikopter. Room, warst du da schon? Nicht so ganz, ich habe nicht so genau. Deatomatisierer! Okay, der ist nicht so gut, wie ich dachte. Hallo, ein Deatomatisierer heißt für mich ein Hit weg. Pustekuchen. Deatomatisiert halt, ne? Ja, aber ist er nicht. Meinst du, ihr müsst in irgendeine Zelle, weil hier sind eine Menge Zellen. Die sind doch jetzt hier sicher nicht. Ich denke, ich hab was. Ich hab hier einen Trichter. Oh nein, Elina, ich komm nicht mehr raus aus der Zelle. Scheiße. Nee. Okay, das ist ja auch mäßig der Sinn an der Zelle. Aber. Helikopter, Helikopter. Helikopter. Das hier sieht
sass aus. Upper Floors. Oder, oh Gott. Ich blick hier nicht mehr. Hier ist ein Verzauberer. Ach, diese Kirche. Okay, ich verstehe. Wir müssen diese... Das sind die doch hier, oder? Sind die das? Könnte sein. Ist natürlich schwer zu gucken, wo man die platzieren kann, wenn man nicht weiß, wie der Block aussieht. Blacksmith. Hier runter. Das ist es doch safe. Hier steht was. Der Büchereiangestellte, wie nennt man das? Bibliothekar, genau, hat den Code. Bei dem war ich schon mal. Wait, Elina. Warst du bei Dave? Ja, ja. Das war da, wo ich gesagt habe, hey, ist der wichtig? Aber der hat irgendwie nichts gemacht. Aber die Frage ist, wo waren die denn nochmal? Wie finde ich ihn denn wieder? Ja, ich weiß nicht, da reingekommen bin. Hier lang, genau. Aber Dave ist nicht hier. Doch, der Dicke ist doch Dave hier, oder? Den müssen wir, denke ich, killen. Ja, der hat das gedroppt. Oh Gott, was ist das hier? Das sind so viele, die kann man gar nicht alle killen. Müssen wir nicht durch, muss ja durch. Der hat das in einem geheimen Bücherregal. Hier müssen wir mal zurück. Das war nicht der Stand. Ah, hä? Achso, das ist mein Ding. Irgendwas muss hier ein geheimes Bücherregal sein, Elina. Und der muss das dahinter versteckt haben. Das hier sieht geheim aus. Nee. Also da gibt es ja solche Bücherregale, die normal aussehen, ne? Ich glaube, das können versteckte Kisten sein. Ach, meinst du wieder so eine versteckte Kiste? Ja, also ich weiß auf jeden Fall... Ey, hier ist ein Fleisch! Ja, ja, was ist das habe ich dahin gedroppt. Ach so. Ich hab ihn! Du bist so klug, Elia, klug! Ja! Der Code ist 8437. Jetzt muss man das nur wiederfinden, das war hier unten, ne? 8437. Ja, das war ohne... Ohne Stahl! Boom! 8437. Hier ist eine weitere Leiter drin. Ein Biogewehr brauchen wir nicht. Ein Pulsgewehr. Ja, nehmen wir mal, auch nicht. Puls? Hightech-Muni. Ja. Und noch weitere Hightech-Muni. Mal sehen, was das jetzt hier kann. Das ist, glaube ich, das, was du vor uns schon hattest, oder? Kannst du haben. Manche Waffen habe ich auch schon doppelt. Hab noch eine Leiter in der Toilette. Wir haben so viele Leitern, Elina. Mein Gott, wir können sehr. Meinst du, wir müssen zum Helikopter zurück und uns dort hochbauen? Das wird doch Sinn machen, oder? Würde Sinn machen, aber wo ist der kaputte Stein? Guck mal, Lina, ich bin ein bisschen zurückgelaufen und hier kann man hoch. Oh, ja, smart. Und hier kann man jetzt durch die Tür. Verdammt, wir sind in der Kirche, das hat nichts gebracht. Ach du Scheiße. Das hat ja... Aber ist das... Ah, warte mal, das sind doch diese Blöcke hier. Ja, 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 ja. Komm, Lina, ich hab's. Ah, lol. Ja, es fehlt hier deine eine Schiene, verdammt, Schiene, sag ich schon. Warte, ich hab's gleich. Oh nein, die Lieder mit den Leiter springen, das kann ja was werden. Nee, ich hab das ganz easy. Hast du alles gemacht? Super. Yeah. Jetzt kommt auch genau dein Helikopter raus. Helikopter, boah, Helikopter. Guck mal, den kann man runterschieben. Nein, lieber boah, nicht, ihr Lieder. Hey, nein! Ende. Weg mit dem Helikopter, Abfahrt, Leute. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Vielleicht auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr. Aber wir müssen uns auch freuen. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Tschüss.